Hey Leute, das heutige Video wird ganz schön gefährlich, also bloß nicht nachmachen. Au, ey! Oh Mann. Okay Leute, wir gehen dann mal los. Heute wird es heiß. Wir frittieren heute Sachen. Wie ihr sehen könnt, einige nice Ingredients hier, unter anderem eine Wassermelone. Oh je! Wie auch immer das funktionieren soll. Ein paar hier Eier, das hier, das, da. Das. Oh, Alter. Das stimmt richtig nice. Oh ja, mach mal an. Wir müssen hier noch mal ein bisschen das Öl noch nachfüllen. Wir haben auch das gute alte Rad wieder mit dabei. Das Rad des Glückes! Sagt wieder voraus, was wir tatsächlich heute frittieren müssen. Oh. Ey, ich krieg das Ding nicht ab. Das ist eine Kindersicherung für dumme Kinder. Oh yeah! Also, frittieren tut man eigentlich mit einem speziellen Öl. Ja, und Leute, das hier ist auch sehr gefährlich. Da können Fettbrände entstehen, die sind dementsprechend auch gewappnet. Ja, wir haben sogar einen Feuerlöscher und eine Brandecke. Wir haben auch Leute hier im Haus, die sich damit auskennen. Wir haben auch Erwachsene hier. So, das können wir voll auftreten. Volle Kanone, 190 Grad, 190 Grad Fritteusen Power. Wir können ja in der Zeit schon mal anfangen, das Ding zu... Genau. Wie funktioniert frittieren bzw. panieren davor überhaupt? Wir müssen also erstmal dieses Ding hier drehen. Ich drehe jetzt einfach für dich und dann gucken wir, was bei dir herauskommt. Und du kriegst eine Chili! Oh, das kann schon ganz schön grob schmecken, muss ich sagen. Und das gleich zum Anfang. Wow, wow, wow. Was sagst du dazu? Hello there. Das ist einfach der böse Globux. Weg mit ihm. Okay, also, ich habe die Schoten. Jawohl. Okay, nice, nice. So. Und damit wir da richtig frittieren können, muss ich natürlich auch noch was entdecken, beziehungsweise erdrehen mit dem Rad des Glückes. Und ich bekomme... Nice! Hat ihr Butter bekommen? Butter? Oh nein! Das goldene Stück Butter. Das goldene Stück Butter. Also frittierst du mit Stiel? Klar. Da wird richtig frittiert. So, irgendwie so funktioniert das, Leute. Macht das nicht nach. Ich habe keine Ahnung, ob das hier richtig ist. Aber das sieht gut aus. Guck mal. Okay. Schon heiß? Also ich mache jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob das geht. So ein nice Butterstück. Also richtig nice. So, da kommt jetzt eine schöne Doppelpanade drauf. Muss ja auch knusprig werden, oder? Komm, okay, let's go. Boah, wie das frittiert. Das sieht ja krass aus. Ey, Mann, sieht auch voll geil aus. Warte mal, kann man das irgendwie ein bisschen bewegen? Wollen Alter. Das schon rausholen? Oh mein Gott, meinst du schon richtig crispy? Ja, Mann. Alter. Ah, oh, ist wieder reingeflogen. Hey, warte mal. Hallo. Hier. Das ist so dumm. Du bist dumm. Das, guck dir das mal an, Mann. Geil aus. Alter, meint sie aus wie so ein Chicken Nugget, Alter. Sieht krass aus. Chili-Unfall. Oh nein. Meins läuft nein, schon die richtig. Butter läuft aus. Die Butter läuft aus. Oh nein. Alter, das ist eben noch kalt. Das ist... Oh. Was? Das ist so eine perfekte Lüge einfach geworden. Ist einfach mal. Okay. Oh, boah, ist das fettig einfach. Ich meine, das ist überscharf. Oh, ne. Oh, das ist so scharf. Oh, Mann. Oh, Butter ist halt fettig, ne? Aber schmeckt schon nicht schlecht. Aber irgendwie auch eklig. Ja, dreh das Rad. Aber ich drehe jetzt auch noch mal. Was? Mozzarella. Man kann doch auch eigentlich alles frittieren, oder? Ich denke schon, dass man alles frittieren kann. Solange man nur fest genug daran glaubt. Ah, Alter, das ist eklig. Da hat jemand Mozzarella im Nacken. Das ist ein paniertes Malz. Hey, falls es brennt oder sowas, Leute, sagt meiner Mutter, dass ich sie liebe. Bella, Cheese. Oha, das Ding lebt. Es lebt! Das Maß ist zurück. Meine Damen und Herren, ich präsentiere das frittierte Maß. Ha, guck mal, ein Mozzarella. Ich hau ihn mal rein. Das blubbert und es liegt sogar. Boah, der sieht überheftig aus. Ey, was ist das denn? Du hast nur krasse Sachen, ne? Okay, einmal ein Mars. Hut auf. Das sieht aus wie so, als ob das Rindfleisch wäre. Was? Mozzarella! Ey, mir wird wirklich übelst schlecht davon. Ich bin einfach so angewidert von frittierten Sachen. Hä,
Hä? Willst du nicht diesen viel zu übertriebenen Mozzarella jetzt essen? Und der ist mir richtig nice. Der ist kalt von innen. Oh, lecker. Er schmeckt wirklich richtig, richtig abartig. Boah, dieser Mozzarella, probier den mal. Der schmeckt wie ein Salat. Boah, bah. Nur ohne Salat. Mhm. Nice. Okay. Nächste Runde ins Frittierland. Oh. Ah, eine Banane. Man kann tatsächlich auch in der kubanischen Küche und der kubanischen Kultur Chita Fritas essen. Das sind frittierte Bananen. Das ist mir egal. Ich drehe jetzt mein Rad. Los. Irgendwas Cooles. Ja. Oh. Milchschnitte ist das Beste, was du frittieren kannst. Das sieht toll aus. Hey, ich bin mir sicher, meine Banane wird bestimmt richtig nice. Boah, krass. Boah, krass. Oh, oh. Was geht jetzt? Alter, ich hab's kaputt, Mann. Ich muss sie retten. Die bleibt, die geht gar nicht mehr zu, Mann. Ah, doch. Oh, hast du repariert? Oh, sie hat ein Eigenleben entwickelt. Ich mach jetzt diese Banane auf. Schau dich diesen wunderbaren Schnitt an von einer Fritta-Banane. Oh, oh mein Gott, nein! Hast du draufgehauen? Die ist einfach kaputt gegangen. Oh, da hat sich jemand in die Hausen geschissen. Während der Aufnahme. Hat man davon, wenn man so einen Leute, das bleibt da, dann kann ich mir eine neue Hose leisten. Junge. Oh. So eine Banane frittiert schmeckt richtig lecker. Die hat so eine schöne Haut. Du siehst so aus, als ob du jetzt einfach gleich sterben würdest. So in den nächsten 2 Minuten. Das schmeckt so. Lars hat da so ein Problem mit frittierten Sachen. Aber ich dagegen finde das toll. Mit frittierter Schokolade ist ein Problem. Oh Gott. Mm-mm. Danke. Oh, wir gehen in die nächste Runde. Ja! Leute! Willkommen heute zurück zu einem Video-Neuanfang. Es ist die Zuckerwatte, die hier schon die ganze Zeit auf uns wartet. Wollen wir eine komprimiert und eine nicht komprimiert machen? Soll ich mal einfach so reinhalten? Warte. Du machst die locker. Ja, ich mach die. Und ich mach die komprimiert. Ja, genau. So reinmachen. Die schmilzt auch safe weg, oder? Okay, warte. Ich steck's mal zur Hälfte rein. Wir gucken, was passiert. Okay. Ja! Hey, Junge, genau! Nein! Oh Mann! Okay, zum Glück haben wir noch einen. So. Hat jemand Bock auf Zuckerwatte? Hey, das löst sich auch. Ey, das löst sich im Ei auf. Das löst sich mach im schnell, Ei. Mach schnell. Okay, okay. Nein, schnell mal rein. Doch, passiert was. Braucht nicht lange. Das ist so eine kleine Das hat nicht funktioniert. Ich habe ein Gummibärchen. Gummibärchen? Ja. Lass es mal zusammen machen, Mann. Was ist das Blamage gewesen, oder? Was für ein Kavenz, Mann. Ja. Alter, was ist das? Boah, der riecht übergeil. Boah, riech mal da dran. Wie ist hier? Das ist zu viel. Du bist so ein Fisch, wirklich. Oh mein Gott, das ist so viel. Und denk ich nicht so an. Oh. Oh. Und der Mann des hier verliehenen Amtes. Bereit? Ja. Go. Du musst es machen wie Chefkoch. Kennst du diesen Song? Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär. Ladies and Gentlemen, das ist das erste frittierte Gummibärchen. 3, 2, 1. Jawohl! Ein frittiertes Gummibärchen! Was ist das? Du frittierst wie ein Affe. Was soll ich machen? Das ist nicht das Ach, schon wieder, ich bin so dumm. Gönn dir doch einfach mal.
Schmeckt genauso eklig wie diese Schokolade. Ess mal. Ja, nice. Okay, ja, ne? Schmeckt, ja. Hat was, hat was. Lass mal einfach die Wassermelone hauen. Pass auf, soll ich dir zeigen, wie man das macht? Du nimmst die Wassermelone, zack, erster Schnitt, zweiter Schnitt, so. Hier. Und dann frittiert ihr das. Ha? Hä? Ist das was, Jürgen? Mach das nicht zu Hause nach. Kann jetzt ganz, ganz schlimm werden. Das ist wirklich schlimm. Das ist schon nice eigentlich, was wir hier machen. So. Ich glaube, das ist sogar eine Delikatesse in manchen Gebieten. Kann gut sein. Bist du bereit, Mann? Hör auf, hier abzuwaschen. Das Problem bei dieser Wassermelone wird wahrscheinlich sein, dass sie mit Wasser gefüllt ist. Kannst du... Guck! Ich hab gesagt, Wassermelone funktioniert. Da gibt's keinen Bang Bang. So, normalerweise würdest du jetzt denken, dass sie so macht. Aber macht sie nicht. Hier kurz reinanimiert. Wow! Ah! Okay, das ist nicht der Fall. Jawoll! Die sieht echt gut aus. Nicht anfassen, bist du dumm? Hä, bist du dumm? Nimm doch die Zange. Ah! So sieht eine frittierte so Melone... So sehen Sieger aus. Es ist so crispy, dass du das so teilen kannst. Guck mal, wie schön das aussieht. Das ist mit Anade und in der Mitte schön, richtig angenehm Wassermelone. Oha! Oha! Aber, ein frisch sommerlicher Sommersnack. Mit etwas viel Öl. Aus der Fritteuse schmeckt gar nichts geil. Ich bin raus. Gehst du jetzt nach Hause? Ich gehe jetzt mit meinem Mehl nach Hause. Okay. Lars geht mit seinem Mehl nach Hause und wir hoffen, dass ihr mit einem Daumen nach oben nach Hause geht, meine werten Damen und Herren. Das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns alle. Ciao!